Guten Morgen, Freunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So wie ihr seht, heute schon wieder auf dem Sprung. Es geht heute mit dem Julius zusammen nach Dresden, wo wir eine anspruchsvolle Runde, denke ich, fahren werden. Die Route haben wir von Giant direkt bekommen. Führt einmal durch Dresden, führt um Dresden rum, unter anderem auch durch Tharandt, wo wir ja schon mal in der Vergangenheit waren. Wir gucken einfach, was der Tag heute so bringt. Hoffe, wir haben zusammen eine Menge Spaß und dass der Weg jetzt auch dahin nach Dresden eigentlich ganz easy ist. Ich meine, wir sind früh noch aufgestanden. Es ist 6:30 Uhr mittlerweile. Und wenn ihr einfach mitkommen wollt, bleibt dabei und seht euch das Video an. Bis gleich. Auf dem Berg bei uns wohl nicht mehr. Und jetzt musst du noch reinschneiden, wie wir aussehen, wenn wir die 1200 Höhenmeter hinter uns haben, wie lange die sich schaffen. Die kommen da ja auf den Rückweg. Los ging's im Dresdner Stadtteil in Wölfnitz. Die Route führte über diverse Uphill, aber auch richtig geile Single Trails bis nach Tharandt. Dort haben wir eine kleine Kaffeepause eingelegt, ein Stückchen Kuchen geschnapuliert. Und sind dann praktisch über diverse andere Abfahrten wieder zurück zum Ausgangsort gekommen. Insgesamt haben wir an dem Tag 48,5 Kilometer zurückgelegt, bei 1000 Höhenmetern. Und ich muss sagen, man hat es auch wirklich in den Beinen gespürt. Aber nun endlich ab zur ersten Abfahrt. Ja. Jedes nach spät nach der Abfahrt die Bremsen eine Bremst sein. Mal nämlich gestern. Die haben wir nämlich gestern erneuert. Sorry auch nochmal für den Trinkschnuffel im Bild. Ich habe mir da gleich eine Lösung einfallen lassen. Scheiße, wir hätten die Leine unten hin sollen. Wer sich von euch fragt, warum ich hier so schwer atme, nun, die Runde von Giant ist eigentlich als E-Bike-Tour ausgepriesen. Wir haben uns aber trotzdem dafür entschieden, sie zu fahren und mussten demzufolge auch mit teils echt steilen Anstiegen leben, so wie auch auf dieser Runde. Links halten. Brennnesseln! Rechts im Kirchweg. Thank you.
Schulterteile runterkommt. Sieht gut aus. Mann, was für ein schmucker Kerl. Nach diversen Anstiegen und einer ersten etwas längeren Pause, wo wir auch ein bisschen was gesnackt haben, ging es dann auch endlich wieder zurück auf den Trail. Ja, okay, auf dem Feldweg. Aber wenigstens ging es bergab. Aber Leute, was zu dem Moment noch keiner wissen konnte, was für ein feines Teil das Ding wird. Es ging dann weiter über eine Waldautobahn, anschließend eine Single-Trail-Sektion und nachher eine kleine ruppige Abfahrt. Leute, von vornherein hätte man es nie erahnen. Aber hey, seht selber und schaut euch das Ding pur an. Nicht gedacht, dass das nach der Pause so eine schöne Abfahrt gleich kommt. Da hätte ich die noch vor der Pause mit dem. So fängt gleich der zweite Teil richtig cool an. Teil 3. Geil. Der dritte Teil des Trails zeichnet sich durch einen eng geschlängelten Singletrail-Charakter aus. Und Leute, so wie eingangs erwähnt, wer hätte nach dem lapidaren Feldweg mit solch einem geilen Trail und so viel Spaß rechnen können. Schulterbreite passt da locker durch. Geil! Mega! Schnell nochmal ein Stück nach oben geschoben und ab rein in den vierten Teil. Hier der besagte felsige und wurzelige Abschnitt. Steil ging's nach unten, ein Mordsgaudi. Und auch wenn Jules sich heute nicht 100% sicher auf sein Bike gefühlt hat, hat er die Abfahrten alle genommen, hat seinen Spaß gehabt, hat die Abfahrten genossen. Und wenn man bedenkt, dass der Kerl erst seit einem Jahr auf dem Enduro-Bike sitzt und vorher Straßenfahrer war, Respekt. Geile Scheiße, das sind deine Dinge. Hörst du, Klaus, du bist eine geile Sau. Und ich glaube, jetzt können wir auch veröffentlichen, wie der Trail heißt. Der Trail heißt Förster Klausweg. Geradeaus bei der nächsten Gelegenheit. Der Leo Kahrs sagt ja immer, die Bergziegen haben auf der einen Seite kürzere Beine, damit sie am Hang stehen können. Müssen wir mal kicken. Julius, der alte Ziegenflüsterer. Nicht unten gucken, du Triller. Guck mal, jetzt kommt dann gleitet Nummer 2. Nee, können Sie nicht mit anfangen. So, da ist der Klausweg Teil 2. Ganz ehrlich, bisher müsste man den Typen in Ohren gehen. Der eine oder andere wird sich jetzt sicherlich fragen, hä, wieso Förster Klausweg Teil 2? Nun, der Förster Klausweg ist ein Rundwanderweg mit einer Länge von 6,7 Kilometern und Teile davon hatten wir in unserer Route drin. Deswegen Teil 2.
Omar ein bisschen steinig. Hier würde ich in Richtung Flohtrail inklinieren. Maler Flohtrail. Aber Gott. Das wäre mit Sicherheit auch was für Tarik und Hassan. Und für Big D. Big D, die Runde machen wir auch noch. Und wenn da Pat mitkommen will, dann kommt der Pat auch noch mit. Damit das Video nicht unendlich lang wird, werde ich den Cut machen und habe mich entschieden, das einfach in einem zweiten Teil weiter zu veröffentlichen, damit ihr auch noch den Rest der Runde seht. Und damit ihr das nicht verpasst, am besten unten ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und dann bekommt ihr automatisch eine Benachrichtigung. Bis dahin, Freunde, und wie immer, ride fast, ride wide and live free.